Wem würden Sie glauben? Dem angesehenen Pädagogen oder dem Schüler? Dem beliebten Sporttrainer oder seinem Schützling? Dem gefeierten Schauspieler oder seiner Tochter? Missbrauchsvorwürfe gegen angesehene Persönlichkeiten, immer wieder hören wir davon. Das Dilemma, je angesehener der Beschuldigte, umso weniger scheint man dem Opfer zu glauben. Gerade wenn es um Personen geht, die ein bestimmtes öffentliches Image haben, wo Leute sich hinorientieren ein Stückchen. In dem Moment, wo dann so etwas hochkommt, wird ein Idol zerstört. Keiner lässt sich gerne die Idole zerstören. Das heißt, ich habe einen Kreis von Fans, die sagen, dieser Mann hat das nie und nimmer gemacht. Das ist eine Lügnerin. Prominente Persönlichkeiten im Scheinwerferlicht, die Opfer scheinbar hilf- und wehrlos. BBC-Moderator Jimmy Savile soll jahrelang hunderte Kinder missbraucht haben. Eines seiner Opfer, ein damals 9-jähriger Junge, outete sich erst Jahrzehnte später. Er sagte zu mir, wage es bloß nicht, irgendjemand etwas zu erzählen. Niemand wird dir glauben, denn ich bin König Jimmy. Schauspieler Klaus Kinski galt als exzentrischer und hochsensibler Künstler. Seine Tochter Pola brach vor einem Jahr ihr Schweigen über ihre zerstörte Kindheit, das lange Martyrium seiner sexuellen Gewalt. Sein Glorienschein wurde immer größer. Jedes Jahr noch ein Buch, noch ein Bildband, noch ein Gedichtband. Er mutierte langsam zum sensiblen, hochsensiblen, zarten, verletzlichen Künstler. Und hat es mir gereicht. Die meisten Opfer sexueller Gewalt brauchen sehr lange, bis sie die Kraft finden, darüber zu sprechen. Aus Angst, unglaubwürdig zu sein, nicht ernst genommen zu werden. Und selbst wenn sie es schaffen zu reden, so der Traumafachberater Thomas Schlingmann, bekommen sie nicht die Aufmerksamkeit, die sie benötigen. Es gibt eine Studie, die sagt, dass in Deutschland ein Kind, bevor es Hilfe bekommt, 7 Erwachsenen seine Geschichte erzählen muss. 7, das ist definitiv zu viel. Auch Andrea wuchs in einer Umgebung auf, wo lieber geschwiegen als geredet wurde. Sie war erst 5 oder 6, als sie von ihrem Stiefbruder das erste Mal sexuell missbraucht wurde. Immer dann, wenn sie mit ihm alleine zu Hause war, fast 9 Jahre lang. Man fühlt sich so wahnsinnig einsam damit, sodass man eigentlich denkt, das kann ja eigentlich gar nicht sein. Ich habe immer gesagt, dass ich meinen Bruder nicht leiden kann und dass ich ihn nicht mag. Da hat nie jemand nachgefragt, warum das eigentlich so ist oder was da dahinter steht. Ich hatte immer die Hoffnung, dass mich jemand fragt, ganz genau fragt. Erst mit 12 Jahren gelang es Andrea, sich ihren Freundinnen anzuvertrauen. Später erzählte sie auch ihrer Familie, was ihr Stiefbruder ihr antat. Doch die konnte nicht damit umgehen. Sein Vater hat mir nicht geglaubt. Es gab viele Menschen in der Familie, die nicht drüber sprechen wollten. Also weder mit mir noch mit dem Täter, sondern die einmal gefragt haben, war das so? Und ab da nie mehr über dieses Thema gesprochen haben. Sexueller Missbrauch kommt in allen Gesellschaftsschichten vor. Je besser die soziale Situation des Kindes, so Experten, desto größer sei die Wahrscheinlichkeit, dass die Tat im Dunkeln bleibt. Lang zurückliegende Fälle lassen sich selten klären. Meistens steht Aussage gegen Aussage. Nach wie vor ist es so, dass es wahnsinnig schwer ist, diese Sachen zu beweisen. Wir haben ein Rechtssystem, das heißt im Zweifel für den Angeklagten. Das finde ich gut. Aber hier haben wir einen Bereich, wenn es ein Kind ist, ein Erwachsener ist und keine Zeugen drumherum, wo es extrem schwer ist, das zu beweisen. Andreas Bruder wurde vor 12 Jahren verurteilt. Für die heute 36-Jährige eine große Befreiung. Für mich war es deswegen wichtig, weil in dem Moment, wo der Täter schuldig gesprochen ist, war es für mich ein Freispruch. Also es war ganz klar, ich habe in keiner Phase von dem, was da passiert ist, Schuld an dem gehabt, was passiert ist. Über 20 Jahre hat es gedauert, bis Andrea endlich mit dieser dunklen Vergangenheit abschließen und ihren eigenen Weg gehen konnte.